Schnelligkeit, Athletik, Präzision. Wer das besitzt, ist beim Tischtennis genau richtig. Die Sportart um Superstar Timo Boll ist seit mehr als 30 Jahren fester Bestandteil von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Kein Wunder also, dass Organisation und Wettkampfbedingungen im Horst-Korber-Sportzentrum funktionieren wie eine Eins. Ja, wir sind sehr glücklich, weil wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einmal in dieser Halle haben. Und das ist natürlich das, was das bei uns ausmacht. Der Modus ist ganz schnell erklärt. Gespielt wird im Doppel und Einzel. 3 Gewinnsätze braucht man für einen Punkt. Und welches Team zuerst 5 Matchpunkte gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Na klar. Besonders zur Sache ging es dabei im Halbfinalspiel der Jungen der Jahrgänge 2000 bis 2003. Berlin und Schleswig-Holstein schenkten sich über die gesamte Spielzeit einfach nichts. Und so endete alles im letzten und entscheidenden Satz, welchen Norddeutschen am Ende für sich entscheiden konnten. Nochmal ein Lob auch an den Betreuer der Berliner, ein sehr fairer Sportsmann, hat mir auch ganz toll gratuliert zu dem Erfolg. Mit 5-4 ist das ja äußerst knapp ausgefallen, wie man sich denken kann. Waren super Spiele dabei, ganz klasse. Am Nachmittag dann alles bereit für die großen Finals. Bei den Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2000 bis 2003 waren die Finalpaarungen identisch. In beiden Spielen standen sich Schleswig-Holstein und Hessen gegenüber. Zwar konnten die Favoriten in Rot bei den Jungs den Titel erwartungsgemäß mit 5-3 gewinnen, doch bei den Mädchen setzten sich die Damen in Blau überraschend deutlich mit 5-0 durch. Die Freude mehr als verständlich. Ja, das ist auf jeden Fall toll. Also vor allem, wenn man im Finale steht, möchte man ja auch gewinnen. Und für uns ist das wieder schön, auch wenn es das dritte Mal ist, den Erstplatz zu erreichen. Andere Bedingungen dann im Spiel der älteren Jahrgänge. Hier konnte der Sieg bei den Nachwuchssportlern nur über NRW gehen. Mit 2 Kaderspielern in den eigenen Reihen war das Team Hessen chancenlos. Eigentlich waren wir schon Favorit, weil wir halt mit die stärkste, also eigentlich die stärkste Mannschaft hatten von Papier her. Und ja, es war halt jetzt im Finale halt war eigentlich das schwerste Spiel. Und ja, haben wir aber auch eigentlich ganz gut gespielt. Bei den Damen, na klar, wie soll das anders sein? Hessen wieder mit von der Partie. Doch für den Titel mussten diesmal die Niedersachsen aus dem Weg geräumt werden. Das gelang vorweggenommen nicht. In einem spannenden Spiel setzten sich die Mädels aus Norddeutschland am Ende verdient mit 5-3 durch. Also wir haben die letzten paar Male wurden wir immer nur Zweiter oder Dritter. Und das ist das erste Mal, dass wir jetzt wieder Erster werden. Und deswegen sind wir ziemlich glücklich. Und das ist auch unser letztes Jahr. Und deswegen freut sich dann noch mehr. Und ihr es auch. Zu guter Letzt noch eine, naja, aus Berliner Sicht nicht ganz so tolle Nachricht. Die JTFP-Sportler aus der Hauptstadt unterlagen den übermächtigen Niedersachsen mit 0-6. Alles in allem gewann die explosive Sportart Tischtennis, wie in den vergangenen Jahren auch, hier wieder enorm an Aufmerksamkeit. Tischtennis, das ist mehr als nur reines Ping-Pong.